So, wir haben endlich unser Balkan-Rodeo-Auto gekauft und ja, steht eh schon im Hintergrund. Nissan Pajero, ich weiß noch immer nicht, wie man es ausspricht, aber irgendwie so halt. Ja, ist 2 Liter Benziner mit 200 PS, zuschaltbarer Allrad. Also eigentlich glaube ich ganz perfekt für das, was wir vorhaben. Und ja, hat uns noch 700 Euro gekostet und ist halt schon noch gescheite Baustelle eigentlich, aber ja, das werden wir schon einbringen. Wir haben ja da seitlich haben wir schon ein wenig gekittet, also wir haben schon ein wenig angefangen zum Werkeln. Und ja, Schönheit ist ein Kana. Bei dem Auto ist eigentlich, er besitzt kein B-Sein. Also er ist praktisch komplett offen da. Ist eigentlich ziemlich cool und sieht man selten. Jo. Da hängen noch Mutz Radiokabeln, alles hängt noch außer. Ja, ist auf jeden Fall noch Arbeit genug, aber ja, wird sicher ganz geil. So, ja, ich sitze ja schon rein in unserem Schmuckstück. Ganz kurz, was haben wir vor? Wir fahren im Juni, wollen wir 9 Tage im Balkan runterfahren. Das heißt, Österreich, für Österreich fahren wir weg. Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro. Dann wieder nach Kroatien, alles wieder rauf bis auf Italien und in Italien, da haben wir dann unser Ziel. Und ja, das werden ungefähr 3000 Kilometer sein. Und das Ganze werden wir mit 4 Autos machen, 8 Leute. Autos maximal 800 Euro, mindestens 20 Jahre alt und ja, mindestens 75 PS haben wir. Allrad war ein Vorteil, weil wir einige Offroad-Passagen auch geplant haben. Und ja, da werden wir mal schauen, ob wir wieder heimkommen und was das wird. Natürlich werde ich auch wieder ein bisschen mitfilmen und ein paar Videos machen. Und ja, wird auf jeden Fall Gaudi. Ja, mal schauen, ob wir den. Erste Schadensbegutachtung. Alles kaputt. So, der Nissan ist auf der Bühne und ja, sind schon viel dabei, dass wir die ganzen Mängel beseitigen fürs Pickup und ja, es ist auf jeden Fall knusprig. Da haben wir schon angefangen, das haben wir jetzt mit so einem Polyester-Kit mal auskittet und ja, das werden wir dann nochmal anschleifen, Faserkit und dann lackieren. Schaut das hoffentlich wieder fest aus. Mal eine kleine Lücke. Ja. Es ist ja nur kein Ende in Sicht. So, wir sind mittlerweile schon ein wenig weitergekommen. Ich zeige euch jetzt mal einen Fortschritt ein wenig. Also wir haben da schon fleißig gekittet. Schaut eigentlich schon nicht so schlecht aus, kann ein wenig abschliffen. Dann auf unserer Problemseite, auf der linken Seite, dasselbe Gespiel, kann auch noch ein wenig verschliffen. Da haben wir zugemacht.
Da sind wir gerade dabei. Und ja, Federn ist ausgebaut dabei und da haben wir heute halt schon geschworst, was das Zeug halt da eigentlich. Es sollte natürlich irgendwas herhalten auch. Und ja. Gescheites Projekt. Eigentlich würde man es im Auto kaufen, was weniger Arbeit ist, aber ist nichts geworden, glaube ich.